Moin, Edgecom, zur weiteren Folge LS22 1 Grad. Ja, ich würde mal sagen, neue Woche, neues Glück. Ich bin jetzt auf dem Weg Regidrack zurück zum Feld. Denn der Nihonel ist wieder voll. Der muss ja eh zurück hier wieder fahren. Der Kollege hier und ja. Dann füllen wir den noch auf, schicken den wieder zurück. Und dann gucken wir, was der Waldras so getrieben hat. Ja. Der wird wahrscheinlich wieder am Zaun irgendwo hängen oder so. Man kennt ihn doch. So, das kann man schon. Zack, zack, zack. Da ist der Bührer. Ne, da steht okay. Ach doch. Waldra. Du haben wir doch. Ich crawlen kann er jetzt eigentlich nicht. Weil da steht ein Zaun. So, machen wir M. Ups, das habe ich schon gerade rausgemacht beim Lenken. Ja, die Gangschaltung ist ja direkt neben dem Lenkrad hier. Geht's halt mal ganz schnell, dass du mit der Hand den Hebel berührst. Und dann ist der Gang raus. Wie das zwar geht, ohne dass ich die Kupplung drücke, weiß ich nicht. Aber okay. Mein Gott, man lädt nie aus. Ich nehme mal den ersten Gang. Ja, gut. Was gibt's denn so für Themen? Eigentlich nichts großartig. Vielleicht schießt jetzt keiner mehr. Das DLC dazu ist erschienen. Letzte Woche, ich glaube Montag war es. Also es kam. Zack, war es da. Ohne Ankündigung irgendwas. Gut, klar, die Factsheets vorher. Man hat vermutet, dass vielleicht diese Woche erscheint, also letzte Woche. Weil ja die Factsheets dann beendet waren, aber man weiß es ja nicht. Was aber noch zusätzlich kam. War das, glaube 1.5 Update war es. Also neues Update. Das kam aus dem Nix. Es hat ein paar ja, Veränderungen halt wieder, also ein paar Verbesserungen, Patches und Kram, wie halt die meisten Updates zu bringen. Ich glaube, neue Maschinen hat es nicht gebracht. Außer ich bin jetzt ganz blöd. Aber ich meine nicht, dass da irgendwas Neues kam. Oder? Ich hoffe jetzt mal nicht. Ansonsten habe ich das halt vergessen. Mein Gott. Passiert ja mal. Gut. Ja. Das war's mit den News der Woche. Könnt ihr wieder gehen, Alter. Tschüss. Nee. Ich hoffe schon, dass ihr an der Tür, dass ihr irgendwelche großen News erwartet habt. Beziehungsweise im Titel steht ja auch nichts drin. Also von daher. Ja. Du kannst mal probieren, eine Helfer nochmal einzustellen, vielleicht. Mal gucken, ob er das checkt und hinkriegt. Und in der Zeit können wir mal gerade gucken, dass wir den wieder zurückschicken. Ziel setzen. Hier hin, bitte. Okay. Gut, der fährt. Der ist gleich wieder voll, das heißt, wir brauchen das Büro. Ja, warte. Warte, ich muss kurz hochschalten, die Gänge. Jetzt aber, Attacke. Mir fällt gerade was auf. Was mir letzte Folge anscheinend noch nicht aufgefallen ist. Ich sitze hier mit einem Traktor, der kein Dach hat. Gut, gell? Oh, das der hat schon wieder seine Arbeit beendet. Oh. Der ist ja keine 5 Meter gefahren, oder? Alter Schmiede. Was ist denn das schon wieder? Gucken wir mal gleich. Und schlauerweise wäre es vielleicht, also wär vielleicht nicht so schlecht, wenn wir den Traktor am Hof tauschen könnten, dass wir doch den Linden annehmen. Jetzt regnet es halt. Und ich weiß nicht, wie lange es jetzt noch regnen wird, aber es wird noch weiter regnen, denke ich mal. Und meine Vermutung. Könnte sein, dass der Sprit nicht reicht. Weil da haben wir nicht einmal ein Viertel des Feldes, glaube ich. Ob's falsch. Und ja, viel Sprit haben wir da mehr. Naja, gut, abwarten und dann. Sehen wir es ja. So Not muss ich halt tanken fahren, schnell. Mein Gott, ist halt so. Ja gut, aber ein Ding kann er ja noch machen. Ist ja jetzt kein Ding. Da haben wir doch.
Genau, ich wollte mal gucken, wie viel Zuckerrüben da eigentlich reingehen. Und ob die Produktion jetzt eigentlich schon produziert müsste, ja eigentlich, weil ich wüsste nicht, dass noch irgendwas anderes rein muss. Aber ich lasse mich gerne etwas Besseren belehren. Also. Mal gucken. Keine Ahnung. Abgeben, 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 da. Genau. Produktionen. Die Schokolade nicht. So, Zuckerrüben. Es gibt verschiedene Zucker. Also, man braucht zwei Zuckerrüben. Gibt mal einen. Zucker raus. Wird schon produziert? Aktivieren. Ja, kannst loslegen. Es scheint aber einiges an Zuckerrüben einzugehen, glaube ich. Behalten gerne. Da brauchen wir 5 Rübenschnitzel. Dann gibt mal 3 Zuckerrüben. Ist jetzt die Frage, was lohnt sich mehr? Die einmal zu schnetzeln und dann reinzuschmeißen? Ich brauche ja 5 Schnitzel, damit ich. Ja. Ist jetzt die Frage, wenn man die schnetzelt, gibt man da gleich eine Literzahl wieder raus? Müsste man mal probieren, gell? Ja, jetzt kann man immer mal anders gucken. Ich habe die Produktion dann noch diese Platzierbare da. Könnte man mal gucken, irgendwann. Und 2 Zuckerrohre für ein Ding. Okay. Aber ich glaube. Läuft aber meiner durch. Aber die Kosten sind ja niedriger. Ja, ich bleib erstmal da und dann. Sehen wir's ja. Was so abgeht dann. Gut, dann. Schicken wir den wieder runter. Sogar dahin. Der ist gleich wieder voll. Waltra. Das ist einfach schließlich ein Last. Also ich probiere es gar nicht mit Helfer erst. Die ganze Eva hat alles anders. Macht einfach selber und gut ist. So viel ist es doch gar nicht mehr, oder? Der Helfer sagt halt jedes Mal, er ist fertig. Obwohl er lebt, auch nicht fertig ist. Aber, mein Gott. Soll der denken, was er will? Ich mach die Arbeit selber. Geht schneller. Und dann könnte man theoretisch noch walzen. Wenn es nicht beendet. Ah, jetzt brauche ich einen Bürgergarten austauschen. Okay. Ihr seid ein bisschen durchnäscht. Nicht, nicht, nicht. Ich fahre die Bahn noch schnell zu Ende. Und dann gucken wir mal. Lass mal den Rüben-Ding abtanken. Ah, okay. Der ist wieder unten angekommen. Und ich wollte mal noch gucken. Ob ich irgendwelche Fahrzeuge und Maschinen habe, die man verkaufen könnte eigentlich. Weil ich habe ja zum Beispiel nur diesen Maybalken da. Der ja eine Startmaschine vom 19er damals war hier. Und die Maschinen habe ich alle übernommen. So. Muss man mal gucken. Was man noch so verkaufen kann. Weil den brauche ich. Also. Da bin ich ja neu noch beschäftigt in 10 Jahren noch. Um da irgendwas zu mähen. Beziehungsweise, ich würde ja mit gar keiner Maschine dahin kommen, das einzusammeln. Das Stück können wir auch gerade mal schnell machen. Bevor wir das noch vergessen. Weil der Helfer das ja nicht gemacht hat. Ich sehe kein Problem. Dafür bin ich ja da, um die Arbeit auszubessern. Ja, immer diese Helfer. Bin ja mal gespannt, welche LS-Teil in zig Jahren, wo die Helfer wirklich brauchbar sind. Wirklich hundertprozentig brauchbar und wirklich ihre Arbeit machen, wie sie sollen. Aber ich glaube, das wird noch lange dauern. Sie sind schon wirklich schlauer geworden, muss ich wirklich zugeben, ja. Auch mit dem Fahren und so. Ist okay. Aber, ja. Noch Luft nach oben. Sagen wir es mal so. Jetzt muss ich die ganze Strecke dahinter fahren. Naja. Mein Gott. Können wir währenddessen noch ein schönes Foto machen. Wo man eh nichts sieht, als dunkel ist. nee. Oh, da steht ein Regentrag.
Wo ist er denn? Ah, da vorne ist er doch. Dann kann der nämlich auch wieder zurück. Kann Zuckerrüben reinschmeißen in die Produktion. Und dann muss ich mal noch ein Ding finden, noch einen Plan finden, wie ich dann die Zucker Zugschuhproduktion bringe. Ich weiß, ich habe ein Auto, ich habe einen Frontlader und so. Wäre das Einfachste wahrscheinlich. Aber gibt es ja noch andere Möglichkeiten? Ich weiß ja nicht. Sollen wir mal gucken. Erstmal schicken wir den zurück. Dann sehen die Wiese mal noch fertig an. Ich sag jetzt mal so, bitte. Okay. Hat den Weg gefunden. Da. Ah, warte, der Motor ist noch anstrengend. Beinahe hätte ich den Motor ausgemacht wieder. Schon wie letztes schon mal. Ja, so viel ist es doch gar nicht mehr. Sollen wir doch was. Schon vor allem, dass das Gras jetzt nicht gerade weiter wächst. Wäre mir ganz recht, ehrlich gesagt. Hätte man das noch walzen können, damit wenigstens ein Teil gewalzt ist. Ob man vielleicht einen anderen Teil noch walzen kann, wenn man gemäht hat oder so. Weiß ich halt nicht. Muss man mal gucken. Ich glaub's nicht. Dafür müsste ich wahrscheinlich nochmal umflügen. Aber gut, mein Gott. Man hätte ja so schlau sein können und das schon aber walzen können. Aber wir rechneten auch damit, dass es innerhalb von netem Tag schon gewachsen ist. Also, da rechnet doch keiner mit, oder? Bin ich nur der Einzige, der da nicht rechnet? Nee. Denke mal nicht. Ups. So. Frisch voller Korntank. Jo. Komm gleich. Ah. Die Böhre ist angekommen, perfekt. Wir hatten vollen Korntank. Ja, ich fahre die eine Bahn, ist noch fertig, damit es endlich mal hier fertig wird. Wäre mir zumindest ganz recht. Es geht mir nämlich schon viel zu lang, das ganze Gedäß hier. Mit dem Wiesen. Oh mein Gott. Einmal gemacht und dann, wenn es gemacht ist, ist es gemacht. Dann muss ich es nur noch düngen. Oder walzen, ehrlich gesagt. Ab und zu mal. Und gut ist da. Yep. Drehen wir wieder rum. Ah, so viele Bahnen sind so klar, ich kann nicht mehr. Ich schätze jetzt mal so 3-4 Bahnen noch, oder? Oh, könnten noch Männer sein. Ja, ich muss die Bahnen ja so fahren. Ja, es sind noch 2-3 Männer. Aber keine Ahnung, wie viel genau. Den brauchen wir. Bam, bam, bam. Hä? Oh, der Motor war noch. Nachteil von einem Elektro-Traktor. Ich sehe, hinter der Bahn ist. Na gut, da hat der Motor dritt da unten. Auch wenn ich halt glaube, dass die Elektromotoren. Gut, die werden schon eine Drehzahl haben, aber die werden, glaube ich, lange Zeit. Weil man eh nicht schalten muss. Naja. Oh, das unscheinendes Bild jetzt. Sieht doch besser aus als der Bücher eben dumm, ne? Würde euch eh nicht jucken, das ist mir nicht klar. Gehört mal zu. Was? Ups, falsch. Hat eine Leertaste gedrückt anstatt N. Nee, nee, nee. Jetzt muss ich auch gucken, dass ich den Bürger schnell schick. Was sind das denn jetzt? Sonst ist der gleich hier. Wieso rollt der jetzt? Hallo? Wieso rollst du? Okay, der Interessante hat das gerade einfach nur gerade kurz ein Stück vorher da umgedreht, okay. Ja. Reiß halt das Schild um, mein Gott. Hä? Bin ich zu weit? Oh, es gibt mich falsch. Egal.
geh mal nach links ab, juckt eh keinen. Sind schon die ersten Paletten da? Nee, okay. Hätte das sein können. Gut, dann. Sitze ich einfach mitten aufs Feld. Bum, 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 bum. Da. Motor läuft noch. Perfekt. Dann fahren wir weiter hier. Aber gut. Dann bedanke ich mich auch fürs Zuschauen. Lasst ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und nächste Folge werden wir hoffentlich endlich mit dem Gras anziehen. Hier fertig. Er hat noch weiter Zuckerrüben und dann sehen wir auch weiter. Also, tschüss.